Schwurbler bringen uns nicht vorwärts, aber mich in Frührente. Außerdem sind Schwurbler die Meister des dümmlichen Dramas. Man wird nicht sagen, nie wieder Krieg, sondern nie wieder Mitläufertum, nie wieder blinder Gehorsam. Wacht auf, Schlafschafe. Ja, moin. Diese beiden sollen angeblich eine ganze deutsche Schwurbelkolonie beworben haben auf einer Insel in Kanada, wo Deutsche nicht fremd sind. And I hope we can bring it for you, this very, very famous and wonderful march. Alte Kameraden. Einige deutsche Auswanderer jedenfalls sorgen teils für ordentlich Wirbel auf der Insel. We have a story in this half hour about a couple from Germany living in Richmond County who say they're afraid for their lives. Die fürchten sich um ihr Leben? Normalerweise haben Deutsche im Ausland doch nur vor sowas Angst. Wabbeliges weißes Brot, ein Vollkornbrett. Was es mit dieser angeblichen Kolonie auf sich hat, warum eine deutsche Familie auf der Insel in Todesangst lebt und wie eine ehemalige Tagesschausprecherin da reinpasst, das haben wir für euch recherchiert. Kanada. Oder Kanada nicht? Weit im Osten Kanadas, in der Provinz Nova Scotia, liegt die Insel Cape Breton. Die Gegend gilt innerhalb Kanadas als eher arm und ist ziemlich weit ab vom Schuss. So weit, dass man sogar ins Fernsehen kommt, wenn man nur einen Heuballen bei TikTok postet. A few people thought it was weed, which, I mean, that's a lot of weed. Some people thought it was cheese. I mean, if it was cheese, it would arguably worth more than weed, because, I mean, cheese is expensive, right? Gesprochen wie ein Mann, der weder Weed noch Käse jemals zu Gesicht bekommen hat. Diese Abgeschiedenheit ist vermutlich auch der Grund, warum Cape Breton bei Untergangspropheten heute als Top-Adresse gilt. Es gibt sogar extra deutsche Werbung. Nova Scotia. Beeindruckende Natur und ein unbeschreibliches Freiheitsgefühl. Ihre neue Heimat? Nein, vielen Dank. Meine Heimat ist das Studio. Und nicht diese Wildnis hier. Ein Windstoß und ich werde umgeworfen. Schrecklich. Aber wie zur Hölle kam es, dass Cape Breton zur Top-Adresse von deutschen Schwurblern wurde? Nun, es gab deutsche Promi-Schwurbler als Werbegesichter. Auf Cape Breton lebt echte deutsche Schwurbelprominenz, nämlich Eva Herrmann. Die hat mal so angefangen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen hat Frankreich auf Drohungen algerischer Fundamentalisten reagiert. Heute verbreitet sie statt Nachrichten aber lieber sowas. Die Blutausstrahlung ist es, die die Verbindung herstellt, die Brücke herstellt zwischen unserem irdischen Körper und unserem inkarnierenden Geist. Ganz kurz, wenn jemand, den ihr kennt, Blut ausstrahlt, dann ruft bitte sofort einen Krankenwagen. Und falls sich jemand fragt, wie man so tief von der Tagesschau fallen kann. Nun, wenn einem nationalsozialistisch geprägte Äußerungen vorgeworfen werden, dann sollte man nicht so etwas sagen. Es sind auch Autobahnen damals gebaut worden und wir fahren heute drauf. Der Typ neben Herrmann ist übrigens ihr Lebensgefährte, Andreas Popp, der sich gerade wie sie an das letzte deutsche Kulturgut klammert. Der hat die Schwurbler-Organisation Wissensmanufaktur gegründet, wo auch der Ausschnitt von eben herkommt. Die beiden machen bei ihren Fans ordentlich Werbung für ihre Wahlheimat. Mit echten Knallerargumenten. Ich sage immer, eine Bombe auf Cape Breton macht keinen Sinn. Da sind drei Tote und zwei davon sind ein Elch. Auf der Insel sind die beiden in guter Gesellschaft. Da leben nämlich zahlreiche deutsche Aussteiger, Prepper und andere schräge Typen, wie er hier. Frank Eckhardt bereitet sich auf Krisenzeiten vor. Der gelernte Finanzwirt ist sicher, die stehen unmittelbar vor der Tür. Er ist überzeugt davon, das Währungssystem wird in Kürze kippen. In Kürze kippen? Das hat er vor 10 Jahren gesagt. Und hey, Währungssystem, wie geht's dir? Tja, alles senkrecht, Philipp. Läuft wie ein Lachs mit Beinen bei mir. Eckhardt, Popp und Herrmann haben eins gemeinsam. Sie bringen Gleichgesinnten ihren Lifestyle näher. Wir freuen uns auch über jeden Neuzugang, wenn er
dann auch frei denkt. Das ist doch, glaube ich, auch wichtig. Und damit das klappt, gibt's auf Cape Breton exklusive Kaffeefahrten für Angsthasen. Pop und Hermann haben über die Wissensmanufaktur seit Jahren Seminare auf Cape Breton angeboten. Und zwar hier mit diesem wunderschönen Prospekt. Der ist ein grafisches Wunderwerk, denn er hat schöne Bilder und die Fußzeile, da steht: Wissen bedeutet Einfluss nehmen, aber natürlich nicht auf den grafisch korrekten Abstand zwischen Strich und Text. Und vor Ort gibt es dann Angst verpackt in PowerPoints. Nämlich, Moment, da gibt es dann hier deutschsprachige Seminare zur aktuellen Lage und deren Hintergründe sowie Fokus auf eigenverantwortliche Vorbereitung auf die herannahenden Probleme unserer Zeit. Es heißt, dass solche Vorträge bei einigen Gästen schon am ersten Abend Panikreaktionen auslösten, Angstgefühle und sogar Weinkrämpfe. Gut, wir waren nicht dabei. Vielleicht lag der Schrecken auch nur am Rahmenprogramm. Die Seminare veranstalteten Pop und Hermann allerdings nicht allein. Sie haben dafür schon mit mehreren Immobilien- und Landerschließungsunternehmen zusammengearbeitet. Die durften den Teilnehmern dann erklären, wie man in Kanada günstig Grundstücke in guten Lagen erwerben und man sich dort einen zweiten Wohnsitz aufbauen kann. Oder wie sogar eine komplette Auswanderung umsetzbar ist. Und die Kunden beißen an. Einige davon kaufen dann Land und lassen es als Plan B brachliegen. Andere wandern direkt aus und schließen sich ihren Vorbildern an. Letztendlich ist es auch so, dass wir hier eine Riesen-Community inzwischen sind, eine deutschsprachige, wo wir Frauen uns austauschen. Inzwischen backen wir hier alle unser Brot selber. Lecker. Die unter Hitler war nicht alles schlecht, Dame backt. Außerdem auf ihrem Speisenplan eine leckere Haxe Berlin-Roh mit eisernem Kreuzkümmelbrot an Butterschaftskreuz. Für die Vegetarier gibt's Operation Bratbarsch Rossa im Stahlrock. Zum Trinken Röhmpunsch und als Dessert Luftwaffeln. Eine köstliche Speisenfolge, also genauer gesagt mein Mampf! Was die Deutschen da angeht, spricht der Spiegel sogar von einer ganzen Kolonie. Gut, eigentlich spricht da ja nichts dagegen. Ich meine, da haben die ihre Ruhe vor uns und wir vor ihnen. Aber stimmt das denn mit der Kolonie so? Fraglich, denn es ist nicht alles Nazi-Gold, was glänzt. Für Leute, die glauben, dass die Welt untergeht, ist Cape Breton sehr attraktiv. Jedenfalls, bis sie bemerken, dass man sie verarscht hat. Oft werden die Grundstücke zu interessanten Preisen verkauft. Auch die Partner von Hermann und Pop haben so schon Land verkauft. Zum Beispiel eine etwa 11.000 Quadratmeter große Parzelle zum Preis von mehr als $150.000 an einen Seminarteilnehmer der Wissensmanufaktur. Das nachträglich angefertigte Gutachten eines professionellen Schätzers ergab einen Wert von gerade mal $25.000. Das ist ein richtig schlechter Deal. Ob Pop und Hermann selbst von solchen Verkäufen profitiert haben, ist nicht bekannt. Anders ist das möglicherweise bei Frank Eckert. Um das herauszufinden, musste unser Redakteur Louis ordentlich buddeln. Hey Pierre, ich brauche echt noch Infos über die deutschen Auswanderer. Kennst du irgendwen in Kanada? Wie kommst du denn auf sowas? Ich hab's versucht. Ja, dann rufst du halt da an, bei der Justiz von Nova Scotia. Gute Idee. Danke. Psch, Hoser. Und wir haben herausgefunden, Deutsche werden für die komplette Insel zum Problem. Überzogene Preise haben auch Auswirkungen auf die Menschen vor Ort. Je wertvoller Land nämlich ist, desto höher wird die Grundsteuer. Für alle. Das ist vor allem ein Problem, wenn Leute ihr Land nur brach liegen lassen. Der Premier von Nova Scotia will deswegen, dass Menschen, die in Nova Scotia keine Steuern zahlen, für ihren Landbesitz eine Abgabe entrichten. $2 pro $100 Grundstückswert jährlich. Und auch sonst gibt es unter Deutschstämmigen da einige Probleme. Für Frank Eckert sogar ganz handfeste. Der wurde vor kurzem von der Royal Canadian Mounted Police verhaftet. Zweimal innerhalb eines Monats. Anfang Dezember wegen Verdacht auf Erpressung und Ende Dezember wegen mehrerer vermeintlicher Vergehen mit Schusswaffen. Die Hintergrundstory: Eine deutsche Familie, die ein Fitnessstudio betreibt, will bemerkt haben, dass sie für das Gebäude viel zu viel Miete zahlt. Als sie den Vertrag kündigen wollten, wurde Eckert angeblich sauer.
They say he then demanded about $25,000 or all of their gym equipment. And they say he threatened to have their visas revoked if they didn't comply. Wir haben Frank Eckert zu diesen Vorwürfen befragt und er hat uns tatsächlich geantwortet. Ganze 4 Seiten kamen zurück. Eckert sagt, er wolle nur die Summe, die ihm laut Vertrag wegen der Kündigungsfrist zustehe. Und dass diese angeblich überteuerten Grundstückspreise im Bereich von Grimms Märchen anzusiedeln sind und mit der Realität aber nichts zu tun haben. Außerdem streitet er ab, jemals irgendwen erpresst zu haben. Das Paar hat trotzdem die Polizei gerufen. Für Ruhe hat das aber nicht gesorgt. A couple of weeks after the extortion charge was laid in December, she and her family were out on their own land looking for a Christmas tree. And she says they heard a couple of gunshots coming from the property next door, which Eckhart also owns. Wie auch immer, so eine Nachbarschaft klingt echt stressig. Ich habe gehört, ihr habt neue Nachbarn. Ja, die sind etwas eigen. Juhu, wir backen unser eigenes Brot! Die Familie habe so viel Angst gehabt, dass sie sich in ihrem eigenen Wald hätte verstecken müssen. Frank Eckert sagt uns, er habe mit den Schüssen nichts zu tun. Er sei an diesem Tag die ganze Zeit zu Hause gewesen und hätte auch Zeugen dafür. Außerdem sagt er, ich kann nicht beurteilen, was derjenige am Tag zuvor geraucht hat, bevor ihm solche Fantasien entfleuchen. Außerdem erhebt Eckert in seiner Mail an uns dann noch selbst Vorwürfe gegen seine Kunden und meint, er sei bedroht und beleidigt worden. Und da frage ich mich, wo sind wir da bloß reingeraten? In was für einen Nachbarschaftsstreit? Was sind denn das alles für Deutsche da auf Cape Breton? Anscheinend zieht die Insel einen ganz eigenen Schlag an Menschen an. Egal, ob das jetzt handfeste Schwurbler sind wie Hermann und Pop, zurückgezogene Freiheitsfreunde wie Frank Eckert oder eben deren Kunden. Und die Frage ist natürlich, wen würdet ihr dahin schicken? Und keine Angst, die Bären. Die sind da ganz. Ja. Oh.